Lilo, ich aktualisiere gerade einen meiner steinalten Rechner hier, ein Dell, auf Ubuntu 14.04. Momentan ist noch Ubuntu 12.04 LTS drauf. Ja? Und ich habe es auch lange nicht aktualisiert, das Ding. Das hat jetzt bestimmt ein halbes Jahr eine Ecke gestanden oder länger. So, und dann kann man das Ganze aktualisieren mit sudo update minus manager minus d. Sudo update manager minus d. Dann kommt die Meldung, dass man Ubuntu auf die aktuelle Version aktualisieren könnte. Ja, könnte man. Und bei mir wird dann direkt gesagt, das könnte verdammt langsam werden, weil meine Grafikkarte so steinalt ist. Schauen wir mal, ob es auch so ist. Ich werde mich bei Gelegenheit rückmelden. Warum jetzt meine Kabelnetzverbindung ständig spinnt? Naja, vielleicht hat eine Maus am Kabel gebissen. Wie gesagt, ich melde mich dann später nochmal. So, der aktualisiert jetzt und aktualisiert, das kann länger dauern. Schauen wir mal. So, möchten Sie die Systemaktualisierung starten? 41 Pakete, 640 neue Pakete, 1365 Pakete. Insgesamt müssen 763 Megabyte runtergeladen werden. Etwa eine Stunde 27 Minuten. Gut, ich habe hier, glaube ich, noch eine 100 Mbit, vielleicht sogar nur eine 10 Mbit Netzwerkkarte. Übrigens ist mir aufgefallen, ich hatte hier damals, und deshalb wahrscheinlich die Grafikkompatibilität, sieht man am schwarzen Ubuntu-Logo, noch Unity 2D drin, ne? Unity 2D. Und ob Ubuntu 14.04 damit zurechtkommt, Unity 2D gibt es ja da nicht mehr. Ne? Gut, wir werden schauen. Systemaktualisierung beginnen. Feuer. Daumen drücken. Während der sich so aktualisiert, habe ich mir so gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, einen Vergleich zu haben. Ne? Dell Dimension 1100 vorher, nachher, Baujahr so um die 2005. Wir gehen mal in die Systemüberwachung. Im Moment haben wir ja noch Ubuntu 12.04, aber nicht mehr lange. Wir haben im Moment noch 12.04 Precise in der 32-Bit-Version mit dem Kernel 3.2048 Generic PAE GNOME 3.4.2. 2 GB RAM, nur ein Prozessor, Intel Celeron 2,53 GHz mit einer, ja, 60 GB freien Speicherplatz. Ich glaube, da ist eine 80 GB Platte drin. Ressourcen, wir schauen mal. CPU ist im Moment so zwischen 16, 17%. Im Leerlauf waren es so um die 7%. Ne? Er lädt ja im Moment hier herunter. Im Moment empfangen mit, kommt drauf an, wie schnell eure Internetverbindung ist, 118 Kibibytes pro Sekunde. Gut, dazu hinterher mehr. Wir warten ab. 2005, Baujahr. Und so viele Dateien muss er auch wieder runterladen. Bis gleich. So lang dauert es jetzt nicht mehr. Hinweis: Es ist 23:52 Uhr, 29. März. Wenn die Uhr nachher umspringt, dann liegt das an der Sommerzeit. Jetzt kommt die Frage nach dem standardmäßigen Display Manager: Light DM oder GDM? GNOME Display Manager oder Light DM? Ich lasse mal Light DM vor. Schauen wir mal. So, seit ungefähr 10 Minuten tut sich hier gar nichts mehr. GCC 4.8 Base wird konfiguriert und zeigt ein schönes rosa Fensterchen, wo eigentlich ein Terminal-Befehl angezeigt werden sollte. Ich warte noch mal ein bisschen ab. So, 0:30 Uhr, immer noch nichts getan. Ich glaube, das ganze Spiel noch mal von vorne, das breche ich jetzt ab und installiere einfach noch mal von vorne. Oh, ich glaube, also nach dem Neustart, der erforderlich war, weil da ging gar nichts mehr,
Da steht das System schön still. Ich denke, ich brauche eine Installations-CD. Mach das Ganze nochmal. Was für ein Spaß. Aber erst morgen. Und tschüss. So, es ist Sonntag, Sommerzeit. Ubuntu installieren. Jetzt habe ich mir einen USB-Stick gebrannt und ich habe auch gelesen, da gibt es irgendein Problem mit PAE. Muss ich mal testen. Ich werde jetzt Ubuntu ganz normal erstmal installieren und wenn ich da Probleme habe, dann werde ich das schon merken. So, ich habe gewählt von Ubuntu 14.04 auf Ubuntu 14.04. aktualisieren, weil es war ja schon Ubuntu 14.04 drauf, nur nicht richtig installiert. Und die nun kollidierenden Systemdateien werden gelöscht und wir hoffen mal drauf, dass das dann funktioniert. Noch Fragen. Vorher installierte Pakete werden wiederhergestellt, da ich drüber installiert habe, also nicht gesagt habe, neben vorhandenem Ubuntu installieren, werden die gegebenenfalls vorher schon installierten Programme, so weit es geht, wiederhergestellt. Sehr schön. So, endlich mal ist die Installation abgeschlossen. Ich müsste den Rechner vielleicht mal neu starten, um das neue System zu benutzen. Mal gucken, ob das bootet. Aha. Also soweit, so gut. Schauen wir mal, das dauert jetzt hier ein bisschen länger. Zum Booten auf dem Dell Dimension 1100 und da bin ich schon daheim, sehr schön. So, Passwort eingegeben, dauert ein wenig, muss man noch warten. Ubuntu 14.04 LTS Langzeitversion, neuer Hintergrund. Sieht aus wie ein Kreuzchen mit dem Querstrich und das Ding lädt und lädt und lädt. So, hochgestartet. Ich habe mal kurz das Terminal aufgemacht. Wir haben jetzt hier kein PAE-Kernel mehr. Wir haben ein Kernel 3.13.0.20 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und es ist noch in der Entwicklung. Na, wir sind in der Beta 2, glaube ich, mittlerweile. Gut, meine alten Einstellungen wurden übernommen und man sieht, es zuckt so ein bisschen langsam. Ne? Gehen wir mal in die Systemüberwachung. Ne? Wir wurden ja vorher schon freundlicherweise darauf hingewiesen, dass das Ding schleichend langsam laufen wird wahrscheinlich. Gut, hier sehen wir die Ressourcen. Die CPU ist hier gerade mit 100% am Anschlag, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass Grafik hier mit CPU ausgeglichen wird, dass wir kein Unity 2D mehr haben. Ne? Das macht natürlich keinen Spaß. Gut, wir hatten ja auch gesehen, es gibt eine Anleitung, wie man das PAE-Kernel dann auch reinkriegt für ältere Prozessoren. Wir sehen, hier ist alles so ziemlich am Anschlag. CPU ist jetzt hier eigentlich nicht zu sehen, wer jetzt hier am meisten. Doch Compiz, ne? Compiz läuft hier. Ich habe hier Compiz noch am Laufen. Vielleicht sollte ich mal Compiz deinstallieren. Ja, dann wird vielleicht Unity sich mit deinstallieren. Der genaue Systemmonitor braucht allein 10% der CPU. Naja, gut. Oh, langsam Schmuck. Also so macht das jetzt im Moment kein Tauch. Ich werde mal versuchen, gegebenenfalls die Treiber so ein bisschen zu tunen. Ich will mal eben noch mal kurz zeigen, was wir hier für ein System haben. Systemeinstellungen. Und wir haben hier, das dauert schleichend lange, ein Ubuntu 14.04 LTS auf einem Intel Celeron, ne? Und da scheint es damit schon mal ein bisschen zu haken, weil das der Prozessor nicht so gut, ne? 32-Bit-System.
und die CPU ist eine einzelne 2 GB RAM, also auf einem Dell Dimension 1100, der unter Ubuntu 12.04 eigentlich recht klaglos lief. Gegebenenfalls wäre es hier sinnvoll, ein Lubuntu zu installieren oder mal zuzusehen, ob es nicht eine andere Distro gibt, die darauf schneller läuft. Gut. Mal kurz geschaut, keine zusätzlichen Treiber verfügbar für unseren Dell. Das war ein Dell Dimension 1100. Eigentlich mal für Windows XP gedacht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ja, da muss wohl was anderes drauf. Und tschüss.